So, es ist soweit, der Herbst ist da und ich bin auch mal wieder da. Ja, ich weiß, ich war jetzt lange Zeit hier nicht unterwegs und das war aber auch für mich richtig und wichtig so. Ja, es gibt auch verschiedene Gründe dafür. Also erstmal war ich Anfang des Sommers wirklich wochenlang ziemlich niedergestreckt. Also ich war einfach wochenlang krank, so gefühlt, also natürlich so akut jetzt nicht so lange, aber immer wieder irgendwie. Der Don Covido und seine Freunde haben mich völlig niedergestreckt. Ich weiß auch nicht. Und ja, dann war es aber auch so, eben, ich habe mich erholt und hatte auch wieder eine gute Zeit und war aber halt auch immer irgendwie was los und irgendwelche Termine oder sonst was. Und da hatte ich nicht so die Muße irgendwie. Und das ist so das eine. Das andere ist aber schon auch, und das wisst ihr ja auch, und das sage ich ja auch immer wieder, dass ich einfach kein Freund bin. Also irgendwie ist diese Social-Media-Welt auch nicht so ganz meine und das ist auch okay so. Ich finde auch, ich weiß nicht, da findet so viel Lug, Trug, Heuchelei und Selbstbebauchpinselung und Selbstdarstellung, Befriedigung der eigenen Geltungssucht unter irgendwelchen anderen Vorzeichen, falschen Vorzeichen statt. Und deswegen denke ich mir so, ja, es ist auch so ein bisschen einerlei, ja, gerade über diese Themen Narzissmus und Persönlichkeitsentwicklung zu sprechen, wenn man doch eigentlich selber das total unterfüttert und so ein Teil davon ist. Ja, das finde ich halt irgendwie schwierig und da hadere ich total mit oder bin auch einfach total abgelöscht von dem, was man so sieht. Wenn man halt noch gewisse Dinge aus dem Hintergrund weiß, dann ja, ist es halt erst recht so, wobei ich da eben, ich habe da einfach mich von vielen Dingen auch mehr entfernt, sage ich jetzt mal, konsumiere die gar nicht mehr oder viel, viel weniger. Und das finde ich auch auf jeden Fall, kann ich euch nur zu raten, sehr selektiv damit umzugehen, einfach sehr bewusst damit umzugehen. Denn das ist ja auch so der Punkt, oder die Masse will das auch, die Leute wollen das auch ständig gefüttert, berieselt, betäubt werden. Und das dann am besten noch unter dem, ja, unter dem Vorzeichen irgendwie der Persönlichkeitsentwicklung. Dabei kommt man überhaupt nicht bei sich an. Und die Sachen sind ja auch redundant. Also es wiederholt sich ja eigentlich auch ständig und ja, dient eben, wie gesagt, meiner Meinung nach meistens auch anderen Zwecken als denen, die so im Vordergrund verkündet werden, sage ich jetzt mal. Ja. Deswegen sehe ich es eben sehr, sehr kritisch. Und ja, ein anderer Punkt ist sicherlich auch, dass ich mit mir selber zu kritisch bin und zu streng und mit den Inhalten, die ich halt irgendwie, wo ich das Gefühl habe, die kann ich jetzt, möchte ich hochladen oder nicht. Und ja, deswegen also bin ich da immer so ein bisschen, muss ich jetzt auch wieder schauen, dass ich da ein bisschen dran arbeite und dass ihr es mir nachseht und ich es mir auch nachsehe, einfach wenn ich Dinge vergesse oder halt, ja, die dann halt einfach mal nicht drin sind oder irgendwann anders vielleicht vorkommen. So ist es halt eben, dass man mit sich selber auch ein bisschen nicht ganz so harsch sein muss irgendwie. Das darf ich auch immer mal wieder lernen, ja. Nichtsdestotrotz, genau, ist es so, dass wenn ich dann irgendwie ein Thema habe oder ich werde auf was gestoßen, ja, irgendwie durch die Sache, die ich hier betreibe und so weiter, durch euch und oder irgendwelche Impulse bekomme, dann ja, dann habe ich auch das Gefühl, okay, das muss jetzt mal wieder raus oder muss mal wieder thematisiert werden. Da, oder das fällt mir auf, da würde ich gerne was zu sagen. Und genau, da sind wir jetzt mal wieder. Deswegen, also erstens habe ich das Gefühl, dass das gerade wieder ein Thema ist, wo einige mit zu kämpfen haben, so mit diesen Ghosting-Phänomenen. Ja, es ist halt echt so eine Sache. Und das andere ist, dass ich da auf ein Video gestoßen bin, gestoßen wurde, wie auch immer. Auch wieder von so einem, ja, ich weiß nicht, selbsternannten Experten, der dann halt so über die ganze Sache mal philosophiert hat, seinen Kram da zum Besten gegeben hat. Und das fand ich ganz spannend, weil mir sind da doch so ein paar Sachen aufgefallen. Also es ging eigentlich darum, dass ich glaube, der Aufhänger war eigentlich irgendwie so eine ZDF-Sendung oder dergleichen, also wo halt irgendwie eine Frau von einer anderen Frau, ich weiß nicht, ob es freundschaftlich oder beziehungsmäßig war, geghostet wurde. Also sie hatten irgendwie eine gute Zeit und waren halt so im Beziehungs-, was auch immer, Aufbau, Anbandlung, wie man das jetzt auch nennen möchte. Und hatten es gut miteinander und dann war die eine halt plötzlich weg, also aus dem Nichts. Und
Ja, der gute Herr hat sich dann halt eben darüber ausgelassen, zum einen, wie dämlich letztendlich, also eigentlich kann sie halt nichts dafür, weil sie wusste es halt nicht besser, aber wie dämlich schlussendlich die Frau jetzt ist, die geghostet wurde, weil sie hat es halt nicht gecheckt, dass sie sich um sich selber kümmern muss und so weiter. Und wie dämlich auch und dilettantisch und so weiter die anderen Protagonisten in dem ganzen Szenario waren. Also die, weiß ich nicht, da war wohl irgendeine Psychologin, Therapeutin, was auch immer. Und ja, ich sag's ja auch immer wieder, das ist so, viele haben da von dem Thema, von diesen Themen eben gerade auch übergreifend mit diesen Narzissmus-Themen, keine Ahnung. Und oder sind selber so drauf. Und ja, das ist so eine Sache. Aber grundsätzlich fand ich jetzt das, was da gesagt wurde. Also es ging um, wie findet man einen Abschluss und so weiter mit dem Ganzen, war jetzt nicht völlig idiotisch, ja. Und der gute Mann hat es aber halt so dargestellt, hat es halt völlig verrissen. Und auch in so einer, naja, schon arroganten, abschätzigen Art und Weise, wie ich persönlich finde, sich darüber ausgelassen und sich selber auch ein bisschen abzelebriert und abgefeiert, ja. Was das jetzt über seine Charakterstruktur aussagt, lassen wir mal dahingestellt. Wir wollen jetzt niemanden diagnostizieren, weil ich fand zum Beispiel, die Quintessenz, die er gezogen hat aus dem Ganzen, war auch, dass die Frau eben quasi geghostet wurde und das sei wohl seiner Meinung nach häufig der Grund, dass sie eben ihren inneren Schmerz sozusagen nicht gelöst hat und so stark nach außen trägt, dass sie der anderen Person so einen Druck aufbürdet, sozusagen, weil sie in die so die Mutterfigur oder die Person, die halt ursprünglich dieses Verlassenheitsgefühl und das Ganze ausgelöst hat, legt und damit halt einen unbewussten riesigen Druck erzeugt. Und sozusagen damit die andere Person in die Flucht schlagen muss, ja, also die irgendwie dann keine andere Wahl hat und deswegen halt eigentlich nur verschwinden kann aus dem Nichts, ja, und ist da ja, naja, dass es da dann auch andere Wege gäbe, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Es wurde auch so eingeflochten von ihm schon auch dann, dass im Grunde genommen ja die Person, die selbst ghostet aktiv, eigentlich ja die gleiche Thematik hat, also die gleichen Wunden hat, so ungefähr, das nur halt auf dem anderen Pol sozusagen irgendwie auslebt. Und ja, das finde ich, würde ich aber auch mal mit ins Spiel bringen, also wenn nicht sogar noch ganz andere Thematiken. Es ist nämlich so, dass ich das eben grundsätzlich gar nicht alles jetzt nur falsch finde, also das kann ein Aspekt sein. Es ist auch so, dass Menschen, die gerade ja, mit denen ich ja hier auch am meisten zu tun habe, wenn man so will, diese CPTSD, also diese Kindheitstraumata irgendwo haben. Und schlussendlich muss man aber da auch wieder sagen, wir haben alle irgendwas, ja? Also der eine halt ein bisschen heftiger, der andere halt ein bisschen schwächer oder mehr in die Richtung und dann in die andere. Aber gerade so seit diesen Nachkriegsgenerationen nachkommen, also da hat eigentlich praktisch fast jeder was, irgendeiner Form, weil Eltern halt auch Menschen sind und nicht perfekt sind und ihre eigenen Wunden haben und ihre eigenen Themen damit reinbringen. Das ist einfach so, ja. Nur ist natürlich der Range variiert halt extrem mitunter, aber schlussendlich, ja. Aber was ich eben sagen wollte, das Ding ist, das kann eine Rolle spielen, wenn man jetzt allerdings, und das finde ich halt einen wichtigen Punkt, den ich gleich mal kurz ein bisschen ausführen möchte, wieder aufs Thema guckt, Persönlichkeitsstörung, Narzissmus und so weiter. Dann ist es halt hier nochmal, kommen hier ganz andere Sachen ins Spiel. Und da muss man einfach ganz krass unterscheiden, ja. Weil da liegt es dann halt nicht irgendwie an der Person, die dann geghostet wurde, sondern es ist ja ein Muster und es wiederholt sich immer wieder. Und die machen das nahezu ab irgendeinem Punkt ihrer Reise mit jedem, ja, der halt nicht mehr mitspielt und so. Und das muss man halt einfach auch mit berücksichtigen und kann da nicht pauschal so ein, ja, so einen Rundumschlag machen. Und eben auch auf so eine herablassende Art und Weise, finde ich halt persönlich, wie er es zum Teil gemacht hat, ja. Womit ja auch schlussendlich keinem geholfen ist, ja. Und auch so ein bisschen diese Rituale, die man dann tun kann, diese Abschiedsrituale, die ich übrigens auch schon angewendet habe und die man auch tun kann mit Menschen, die jetzt sozusagen gar nicht unbedingt weg sind, verschwunden sind, sondern vielleicht Menschen sind, die noch so im Orbit irgendwo sind, also können ja narzisstische Angehörige sein, wo du halt emotional nicht durchdringst, ja, weil du mit deinen Belangen einfach gar nicht ankommst, weil die ja eben stumpf sind oder halt das nicht aufnehmen können. Und du willst irgendwie noch mal was loswerden, kann es extrem hilfreich sein. Und das ist ja eine Arbeit auch mit dir selber. Das ist ja nichts, was man jetzt irgendwie vom anderen will oder so.
Das ist schon, das macht schon Sinn, das macht schon, das ist schon was, hat schon Hand und Fuß und ist schon extrem hilfreich und ist jetzt nicht irgendein Pille-Palle-Kiki-Kram, der ja gar nichts bringt und totaler Bullshit ist, so wie er das halt dargestellt hat. Ich fand es auch interessant, viele haben ihn abgefeiert dafür, ja, er hat es halt verstanden und ach, ist halt der Gott und ja, das ist halt dann sehr direkt und hart und triggernd und bla bla und aber es ist halt nun mal die Wahrheit und so weiter. Und irgendjemand hatte aber auch drunter geschrieben, ich finde es sehr lieblos und narzisstisch und da musste ich schon ein bisschen schmunzeln, weil ich so dachte, ja, wir wollen niemanden diagnostizieren, aber ich kann den Impuls auch nachfühlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde es auch eben schwierig, abgesehen davon, dass eben von mir aus der ein oder andere Punkt manchmal stimmen kann, ja, denn die Menschen eben, die diese Traumata auch haben und die jetzt vielleicht nicht narzisstisch sind, aber eben mehr in die andere Richtung tendieren, zum Beispiel, ja, die können auf ihre Art anstrengend sein, fordernd sein, auch sehr saugend sein und ohne das manchmal so richtig selbst wahrzunehmen, ja, oder halt noch so sehr stark in diesem Traumasyndrom eben nach dem Missbrauch direkt oder so, dass es noch so krass, dass die noch völlig durcheinander sind und ja, dann halt auch einfach völlig durch den Wind sind. Und das nicht merken, wie sie den anderen auch überladen, ja. Das ist schon so und das kann schon auch mal eine Rolle spielen. Wie gesagt, ist es aber trotzdem, finde ich, schwierig, davon zu sprechen. Man macht irgendwie eine respektvolle Analyse und ledert dann die ganze Zeit eigentlich über alle Beteiligten nur ab. Das ist auch so eine Form der manipulativen Kommunikation, die man auch im NLP irgendwie so ein bisschen. Naja, einem so öfter begegnet, sage ich jetzt mal, oder generell, die ich halt schwierig finde, es ist eigentlich auch fast eine Form von Gaslighting, ja, weil man ja genau das macht, wovon man die ganze Zeit beteuert, man würde es nicht tun und ja, ist halt so ein bisschen, finde ich persönlich schwierig, eben jetzt mal den Wahrheitsgehalt oder die Daseinsberechtigung dessen, was er so gesagt hat, mal außen vor, ja. Jetzt ist es aber eben so, wenn du jetzt in Bezug auf narzisstische Personen, und das muss man ja einfach krass unterscheiden, wen habe ich denn da immer als Gegenüber, ja? Wer war das denn oder wer ist das denn? Klar, auch was ist mit mir zum Beispiel? Natürlich sollte man, gerade wenn man jetzt zum Beispiel das Gefühl hat, wow, Moment, bei mir passiert das jetzt immer wieder, ja, in verschiedenen Kontexten, in Freundschaften, in Beziehungen, wie auch immer. Es passiert immer wieder, okay, was könnte jetzt dazu geführt haben? Was könnte mein Anteil sein? Was könnte mein Thema sein mit dem Ganzen, ja? Das kann man schon machen. Nur ist es eben so, und das ist ja auch sinnvoll, nur wenn man jetzt eben mal auf diese Narzissmusseite wieder geht oder sich da genauer anschaut, warum tun sie das? Da gibt es da so ein paar Hauptszenarien. Das eine ist eben, und dann ist es eben eine ganz andere Kiste, ja. Und dann muss man eben den Schuh sich gar nicht anziehen und kann halt wirklich getrost sagen, so ja, okay, alles klar. Ich weiß ungefähr grob, was hier geschehen ist. Alles richtig gemacht, alles gut. Danke und tschüssen, ja. Und zwar ist es eben, das eine ist eben häufig, wenn sie so Hardcore Future Faking auch betrieben haben zum Beispiel. Und es geht jetzt daran, sozusagen, das so ein bisschen einzulösen, ja, oder halt so, ja, sich dieser Verantwortung halt so zu stellen. Das kann jetzt sein, was weiß ich, zusammenziehen oder ähnliche Pläne oder irgendwie häufig ist es auch so eine größere Reise zum Beispiel oder auch, ja, eine Schwangerschaft, die nicht geplant war oder so. Und es ist wirklich so, dass dann die Leute ganz häufig, das habe ich jetzt schon öfter gehört auch, dass die Leute genau dann auch geghostet werden, wenn es ihnen eh schon total mies geht. Also wenn sie dann gerade noch, oder sie haben gerade eine schwere Diagnose erhalten oder sie müssen einen Eingriff vornehmen, ja, müssen ins Krankenhaus, irgendwas, was eh schon per se total belastend ist. Oder eben sie haben eine Fehlgeburt, ja, das ja per se schon ein total traumatisierendes Thema ist. Gerade auch je nachdem, wann das passiert, aber auch eigentlich, ja, immer irgendwie in der Form und wo sie dann halt, wo man auch wieder sieht, ne, so dieses sadistische zum Teil, ja, da sind sie dann einfach nicht mehr erreichbar und verschwunden und die zurückgelassene Person darf das dann alles alleine durchstehen. Und das ist schon richtig heftig und da sieht man ja auch irgendwie, dass mal wieder so ein Teil zumindest in diesen Vorsatz durchblitzen, ja. Und wobei natürlich auch manchmal Überforderung und das Ganze im Spiel ist, das mag alles sein, aber selbst dann, ja, kann man ja das anders lösen, ja, meistens zumindest. Naja,
In dem Fall halt die narzisstische Person natürlich nicht, weil die ja sowieso, die haben ja eh ein totales Thema mit, also Verantwortung wird ja sowieso nie übernommen und da sind sie dann erst recht weg, ja. Aber das ist auch spannend, denn meistens ist dieses Verschwinden auch in diesen ja, sehr belastenden Lebensmomenten, sage ich jetzt mal, hat ja auch wieder hier Motiv, ja, weil es ist natürlich auch so eine Form von Vertiefung dieses Trauma-Bondings, ja. Weil wenn du jetzt, genau, oder bestimmte bedeutungsvolle für dich, weiß ich nicht, Jahrestage oder Geburtstage oder also für den einen ist es bedeutender als für den anderen, aber ihr wisst jetzt, was ich meine. Irgendetwas für dich Wichtiges und da dann halt einfach so puff, weg gewesen, ja, einfach mal verschwinden. Und damit brennen sie sich natürlich auch für die Ewigkeit so gesehen ein Stück weit, ja. Und das sind auch alles Aspekte, die damit hinzukommen. Was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass es ganz, ganz häufig das Hauptszenario ist, in dem sie verschwinden, ist, wenn sie enttarnt werden. Und das muss gar nicht sein, eben im Sinne von, der andere hat jetzt alles erkannt und hat jetzt gesagt, oh, du bist ein Narzisst oder so, sondern hat einfach, ja, sieht halt so die Manipulationsstrategien, sieht halt, dass er irgendwie, dass ihm da Kram verkauft werden soll, der halt nicht der Wahrheit entspricht und so weiter, dass ihm halt was vorgemacht werden soll. Und dann setzt du halt eine Grenze oder ja, sagst halt, spielst nicht mehr mit und so weiter und so fort. Und spiegelst ihm, ne, sein wahres Ich und seine Machenschaften und da stehen sie halt gar nicht drauf. Und gerade, und das darf man eben auch nicht vergessen, dieses Ganze, gerade wenn sie auch zum Beispiel, es kommt ja auch immer auf die Agenda hinten an, ja. Sie suchen sich dann entsprechende Personen ja auch aus, wenn sie jetzt zum Beispiel es gerade nützlich ist, eine Beziehung nach außen zu porträtieren, eine ganz tolle, ja. Suchen sie dafür entsprechende Personen aus. Und am Anfang wird jede Person, die sie kennenlernen oder wo sie das Gefühl haben, das könnte eine gute Zufuhrquelle sein, abgecheckt, abgetestet. Auf Schwachstellen, wo man reingrätschen kann, auf bestimmte, ja, eben Wunden, was weiß ich. Und eben auch ja, auf ihr Potenzial, sagen wir mal, Potenzial, ihm da irgendwie, ja, nützlich zu sein. Und wenn du jetzt für die Rolle sozusagen, für die du vorgesehen warst, denn da bringen sie ja auch ein sehr hohes Investment, ja, und da gibt es ja nichts for free. Also das wird alles aufgerechnet. Dafür wirst du auf jeden Fall bezahlen, das wirst du zurückzahlen auf die eine oder andere Weise, weißt du ja aber natürlich nicht. Du denkst ja, sind die wohlwollendsten und weiß ich nicht, die tollsten Menschen, ja, die ritterlichsten, ja, wie sie sich halt immer so darstellen. Ja, aber wenn du eben halt aus diesem Ding dann rausbrichst und sie haben aber trotzdem dieses krasse Investment geleistet, dann passiert eben auch Folgendes, dass halt zum einen wirst du dafür gehasst und wenn du bestimmte Dinge gespiegelt hast, bricht diese Wut-Scham-Spirale los und dann kriegst du den Hass erst richtig ab, ja. Das wirst du dann spüren und dann wirst du auch bezahlen und da ist eben Ghosting halt so ein Mittel der Wahl oder so mit das drastischste Mittel der Wahl, ja. Und vertiefen eben damit diese traumatische Bindung noch. Und zum anderen ist es auch so, dass genau das hier wieder die Projektion greift, ja? Denn es ist ja so, dass im Grunde genommen haben sie ja was vorgespielt. Also sie sind ja, haben ja aufgrund ihrer eigenen meistens traumatischen Kindheit und diesem vernachlässigt werden und eben auch nicht beachtet werden und so weiter und so fort, haben sie ja dieses falsche Selbst eben übergestülpt, indem sie ihre ganzen Unsicherheiten, Makel und ihre ganzen Schwächen halt übertünchen so krass. Und ja, aber im Grunde genommen, in dem Moment, wo das eben kippt und bricht, werfen sie dir das dann vor. Also so im Sinne von, du hättest ja ihnen was vorgemacht, weil jetzt lieferst du ja nicht ab. Jetzt lieferst du ja gar nicht das ab, was sie wollten von dir. Das geht natürlich gar nicht. Und dann ist es eben häufig auch so, dass sie dann oh, einfach mal weg sind, ja. Und da kommt auch wieder das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, diese niederträchtige, eben sadistische Variante hinzu, denn da sind sie schon Voyeure, da sind sie schon, die zuschauen, wie es dich sozusagen, welchen Effekt es auf dich hat, wie es dich jetzt zerlegt, ja, dieses, dass sie dich einfach so im Nebel zurücklassen, so ungefähr und ja, dass es dich eben vollkommen niederstreckt und so weiter und so fort. Und da muss man eben sagen, die Niedertracht kommt hier besonders zum Tragen, gerade weil sie ja, man sagt das immer so ein bisschen als Entschuldigung häufig, ja, sie hatten ja selber
diese schwierige Kindheit und so weiter und durften nie der Mensch sein, der sie sind, weil sie eben da auch nicht gewürdigt, auch missachtet wurden und so weiter. Aber schlussendlich kommt ja hier wieder ganz krass die Entscheidung hinzu, denn ich kann ja sagen, okay, hey, mir ist vielleicht dies und das passiert und ich weiß um den verheerenden Effekt, ja, ich weiß, was es mit mir zum Beispiel gemacht hat, ich weiß, dass ich alles tun werde, um das sozusagen niemand anderem jetzt wieder anzutun, oder? Und beim Narzissten ist es ja häufig genau konträr. Es ist ja genau das Gegenteil, sondern sie denken dann, ah, so, jetzt erst recht und jetzt wieder ein bisschen diesen Schmerz ausmerzen, wenn ich jemand anderem drüber stülpe, dem einen die Keule reinhaue, ja? Und den mal richtig schön leiden lasse und quäle und dabei eben zuschaue. Und das ist die sehr niederträchtige, dunkle, ja, Facette dabei, die darf man halt nicht vergessen. Weil es ist ja schon so, und da darf man natürlich jetzt wieder jeder bei sich gucken, wo habe ich vielleicht selber mal jemanden geghostet und hätte es anders lösen können und so weiter, ja. Oder wo musste ich wirklich meine Haut retten? Ja, es ghosten ist natürlich auch nicht nur Narzissten, das muss man auch sagen, ja. Und das ist halt immer so eine, die Frage der Dynamik, ja, und was war die Sache? Aber da kann man sich selbst mal fragen, denn tatsächlich ist es schon so, erstaunlicherweise auch, dass Menschen, die sich da sehr stark drüber aufregen, ironischerweise manchmal selbst dazu neigen, das dann irgendwo an anderer Stelle auch zu tun. Und da ist natürlich immer die Frage wieder, was wünschen wir uns von anderen und von uns selbst? Also, oder wo habe ich vielleicht mal dies und das an den Tag gelegt, wo ich hätte anders oder besser handeln können, ja. Aber das ist eben so dir eine andere Facette. Was man jetzt aber wieder beim Narzissten nicht vergessen darf, ist ja auch, dass es ein wichtiger Aspekt ist, eben dieser manipulative, dass es eben gerade auch häufig auftritt, wenn sie nicht mit dir fertig sind, ja, sondern es soll einfach eine krasse Strafe sein und es ist ja eine sehr brachiale Höchststrafe. Es ist eigentlich, ist es ja eine Weiterführung vom Silent Treatment. Es ist auch, ja, es soll dich halt vollkommen destabilisieren. Es ist eine, so die Höchstform der Invalidierung, ja. Es ist ja so die dir gar keine Signifikanz mehr zu geben. Du existierst eigentlich gar nicht mehr. Das ist ja so damit das Schlimmste, was man jemandem antun kann, in dem Sinn sozusagen. Schlimmer geht ja gar nicht, wenn, also als dem anderen zu sagen, du hast gar keine Relevanz, ja, du existierst einfach nicht, vor allem aus dem Nichts. Also ich verstehe jetzt Ghosting wirklich auch als Phänomen von, klar, wir haben leider auch heute so eine Gesellschaftsstruktur, dass wir eher feige sind, dass wir dazu neigen oder viele Leute halt dazu neigen, gerade in diesen Online-Kontexten so ja sich gewissen unangenehmen Konfrontationen vielleicht auch gar nicht zu stellen oder sich da einfach so rauszulavieren, wo man vielleicht sagen müsste, du schau, was weiß ich, das und das war gut, aber irgendwie passt es halt nicht mehr oder ich möchte nicht mehr von dir oder irgendwas. Das sind ja verschiedene Szenarien, ja. Dazu neigen wir heute natürlich auch so ein bisschen mehr. Aber ich meine jetzt eigentlich mehr so dieses wirkliche, okay, es gab halt einen wirklichen Beziehungsaufbau oder Freundschaftsaufbau oder irgendwas und plötzlich ist die Person einfach so in Luft aufgelöst, ja. Aber nichtsdestotrotz, ich finde immer, fast immer gibt es eine andere Lösung und es ist eben so die Frage. Aber manche Menschen greifen halt dazu so ein bisschen auch aus einer Not, ja, wirklich aus einer Not heraus. Die sind überfordert, die sind mit ihren eigenen Emotionen überfordert. Das ist ja beim Narzissten schlussendlich auch so. Er versucht dadurch auch, es ist eben Teil des Machtspiels, die Waage wiederherzustellen, wo er oft selber, gerade wenn du gewisse Dinge gespiegelt hast, wenn du seine, ja, durch sein Schmierentheater durchgeblickt hast, die Rüstung halt durchbrochen hast und der ist dann sozusagen nackt und schutzlos und völlig, selbst eben völlig zerschreddert da nieder, um das halt wieder umzudrehen und das Gleichgewicht wiederherzustellen sozusagen, will er dir jetzt völlig einen reinwürgen und die Signifikanz einfach entziehen und dir das Gefühl geben, du bist der letzte Dreck oder dich gibt es irgendwie gar nicht. Das darf man eben auch nicht vergessen, ja. Also dann ist es ja eben so, dass niemand sie verlässt. Sprich, das wird auch vor sich selber immer so gerechtfertigt, dann, dass im Grunde genommen, wenn du, ja, selbst wenn sie sozusagen auch das schon öfter passiert ist und dass Menschen halt durch ihre Maske durchgeblickt haben und sie sich dann halt, ja, entfernt haben oder eine Grenze gesetzt haben, das wird ja immer sozusagen umgedreht vor sich selbst dann im,
also vor dem anderen auch, vor allen möglichen anderen und vor sich selbst, dann heißt dann immer, ja, ich bin da und da bin ich immer gegangen und so. Dabei war es halt gar nicht der Fall, sondern es war einfach so, dass sie gemerkt haben, jetzt das bröckelt oder halt der andere durchblickt das Ganze und hat halt keinen Bock mehr, setzt eine Grenze oder ja, droht sozusagen zu gehen. Aber das müssen sie vor sich selber wieder rechtfertigen und umdrehen. Und schlussendlich, wenn sie wirklich tief in diesen Störungen sind, glauben sie ja diese Lügen auch. Also sie glauben ja dann auch, dass es tatsächlich so gewesen ist, ja. Das ist ja der Mindfuck von des Ganzen. Genau, aber häufig ist es eben auch so, es ist halt so eine Mischung, sie sind dann überfordert, sie sind dann in dieser Wut, Scham und wollen halt den anderen eben strafen und so weiter und zusehen, wie der andere jetzt daran zerbricht hier, ja, und am besten noch eben hinterher hechtet, diese ganzen Wunden, diese Verlassenheitsängste, das Ganze antriggert, dass der andere schön hinterher hechtet und jagt und irgendeinen Kanal sucht, um nochmal Kontakt aufzunehmen, so, wozu ich natürlich auch nicht raten würde. Also wenn es tatsächlich so eine Person auch ist, bringen die Gespräche sowieso nichts. Sie sind eh für den Hintern. Du kriegst ja auch nie was Authentisches. Also entweder du wirst weiter verletzt oder du wirst versucht, weiter doch nochmal irgendwie reinzuziehen. Ich würde auch heute jemanden, der von sich aus nach so einer Aktion wieder ankommt, nicht mehr wirklich zurücklassen. Ja, aus verschiedenen Gründen. Das muss jeder selbst entscheiden, wie und was. Aber wie auch immer, aber das ist eben häufig auch genau die Absicht. Also, dass sie sozusagen kommen, also sich entziehen, verschwinden und dann sollst du hinterherjagen. Und ja, das bitte bloß nicht machen. Aber das ist eben auch so der Punkt, wenn du halt nicht pariert hast und so weiter und du hast halt das Falsche abgeliefert, dann kriegst du halt diesen Knüppel eben. Und ja, da möchte ich auch noch mal dran erinnern, dass es eben so ist. Klar, wenn man dann gerade in diesem Schock ist und in diesem Schmerz ist, dann kann man das nicht sehen. Aber es ist eben tatsächlich wirklich so, dass, und das hat er tatsächlich auch gesagt in seiner Analyse, und das finde ich auch irgendwo richtig, dass es ein Geschenk sein kann. Also natürlich auch über dich selbst, aber auch manchmal, weil die Person dir einfach den absoluten Gefallen getan hat, ja. Also gerade wenn du ja sie korrekt identifiziert hast, sage ich jetzt mal. Und dann ist dir in manchen Fällen ist dir wirklich absolut schlimmes, heftiges Leid, ist dir weiteres Leid ist dir erspart geblieben. Das ist wirklich so, das sieht man dann manchmal nur im Rückspiegel. Also es passiert einem jetzt im normalen Leben nicht häufig, sage ich jetzt mal, aber wenn es, also ich kann mich dann nur so an einzelne Situationen erinnern und wenn ich im Rückspiegel mit dem Wissen, was ich dann hatte und was ich dann alles noch so, was sich so aufgetan hat und was ich dann gesehen habe und ich habe mir überlegt, boah, wenn das jetzt noch irgendwie intensiver oder gar körperlicher oder irgendwie sowas geworden wäre, ich wäre aus dem Kübel nicht mehr rausgekommen, ich sag's ganz ehrlich. Also, wirklich, es ist wirklich, manchmal kann man nur Danke sagen, dass das passiert ist und dass man vielleicht auch eben ja sehr schnell gewisse Dinge gesehen hat, konfrontiert hat, eine Grenze gesetzt hat und dass es einfach nur der absolut beste Gewinn war. Ja, das ist manchmal eben auch ein Szenario. Aber wie gesagt, das ist immer ein bisschen unterschiedlich und es kann auch eben unterschiedliche Hintergründe und Dynamiken haben. Nur muss man da eben differenzieren, finde ich. Und manchmal kann man ja auch sagen, okay, hier und da, wir hatten irgendwie eine gute Zeit und jetzt ist es halt nicht mehr und ich wünsche der anderen Person trotzdem alles Gute. Und manchmal ist es aber auch wirklich so, dass man sagen muss, jetzt mal überspitzt und drastisch formuliert, wenn der Müll sich selbst rausträgt, dann sei doch froh und dankbar und dann kannst du eigentlich nur feiern, weil manchmal ist es wirklich so, es tut mir leid und ist es einfach irgendwie Abschaum. Und den gibt es halt leider. Also es gibt Menschen, da hat es auf dem und dem Level einfach nicht mehr harmoniert oder gepasst oder es war auch im Grunde genommen okay so. Und es gibt einfach Menschen, die sind so niederträchtig und die sind so abgewichst. Entschuldigt bitte den Ausdruck, aber er passt einfach wirklich wie die Faust aufs Auge. Und da sind halt so traumatisiert selbst, dass sie damit nur umgehen können oder nur irgendwie durchs Leben gehen können, wenn sie andere weiter traumatisieren, gleichzeitig aber den Retter, Helfer, was weiß ich, wen mimen. Und das darf man halt nicht vergessen. Und insofern, ja, ist ein schwieriges Thema. Es ist
ist, wie gesagt, auch immer von Mensch zu Mensch und Situation zu Situation unterschiedlich, aber das muss man halt eben auch dann berücksichtigen und kann, finde ich, nicht sagen, ja, so ist es immer und die haben es halt alle nicht gecheckt und selbst schuld und ja, denn eben, wie man sieht, gerade mit gewissen Persönlichkeiten hat das System, tritt das immer wieder auf und sagt eben mehr über sie aus dann als über dem sie es antun sozusagen, ja. Ja, in diesem Sinne, jetzt war es schon wieder lang genug und ich hoffe, ich habe nicht zu viele Sachen vergessen und schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Tschüss.